Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Done at Flip. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Forderungsbewertung und auch hierfür habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Eine Forderung gegen den Kunden XY in Höhe von Euro 1620 inklusive Umsatzsteuer wird aufgrund eines Konkursverfahrens zur Gänze uneinbringlich. Bevor wir uns aber mit der Verbuchung dieses Geschäftsfalles beschäftigen, müssen wir uns zuerst nochmal Gedanken darüber machen, wie müssen wir im Rahmen der Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der Forderungsbewertung umgehen, beziehungsweise worauf müssen wir hier achten. Grundsätzlich müssen wir hier mal unterscheiden, ob es sich um aktive Positionen handelt, also Positionen der Aktiva in der Bilanz, beziehungsweise ob es sich um Schulden handelt, also auf der passiven Seite einer Bilanz. Grundsätzlich wissen wir, dass unser Vermögen immer zum Niederstwertprinzip bewertet werden muss. Das bedeutet, wir müssen das Vermögen so gering wie möglich dementsprechend einfach nur bewerten, beziehungsweise dürfen es auch nur zum niedrigen Wert bewerten. Und auf der anderen Seite haben wir bei Schulden das sogenannte Höchstwertprinzip. Das heißt, wir müssen die Schulden so hoch, wie es geht, beziehungsweise wie das Risiko dann letztendlich ist, bewerten. In diesem konkreten Fall sprechen wir eben von der aktiven Seite oder von der Aktiva einer Bilanz, weshalb hier das Niederstwertprinzip gilt. Und dementsprechend müssen wir eben hier uns überlegen, eben auch noch im Zusammenhang mit den Forderungen, ist diese Forderung einbringlich, zweifelhaft oder uneinbringlich? Einbringlich bedeutet, wir werden diese 1620 Euro irgendwann vom Kunden bekommen. Zweifelhaft bedeutet, es ist fragwürdig, ob wir die 1620 Euro zur Gänze bekommen oder ob wir nur einen Teil davon bekommen. Und uneinbringlich bedeutet, dass es sicher ist, dass wir diese 1620 Euro oder Teile dieser 1620 Euro eben nicht bekommen. Und wichtig ist diese Unterscheidung im Zusammenhang mit der Forderungsbewertung, ob es sich hierbei um eine Wertberichtigung handelt oder um eine Abschreibung handelt. Wenn wir hier jetzt noch eine ungewissene Forderung hätten, also sprich eine zweifelhafte Forderung, wo noch nicht sicher ist, wie viel wir bekommen, müssten wir hier jetzt eine Wertberichtigung buchen. In diesem konkreten Fall ist aber schon klar, dass wir diese 1620 Euro nicht bekommen, weil aufgrund des Konkursverfahrens wissen wir eben, dass diese Forderung zur Gänze uneinbringlich ist. Und in diesem Grund brauchen wir eben keine Wertberichtigung, sondern in diesem Fall benötigen wir eine Abschreibung. Also das heißt, wir können diese Forderung komplett ausbuchen. Und das Ganze machen wir über das Abschreibungskonto. Und wenn wir uns dann überlegen, in welcher Klasse wir die klassischen Abschreibungen finden, so wissen wir, dass die klassischen Abschreibungen gemäß dem österreichischen Kontenplan in der Klasse 7 zu finden sind. Und wenn wir uns dann jetzt noch genauer diese Kontoklasse 7 anschauen, finden wir dann auch eine weitere Position unter 7802, Abschreibung gegenüber oder von Forderungen in Höhe von 20% Umsatzsteuer. Also bitte, wenn Sie hier dieses Abschreibungskonto von Forderungen bebuchen, finden Sie im Kontenplan auch mehrere solche Abschreibungskonten und achten Sie bitte hier immer darauf, um welchen Umsatzsteuersatz es sich handelt. Also in diesem Fall haben wir eine 20%ige Umsatzsteuer. Wäre es eine 10%ige Umsatzsteuer, dann müssten Sie das Abschreibungskonto Forderungen mit den 10% verwenden. Wir verwenden in diesem Fall eben das 20%, weil die Forderung mit 20% Umsatzsteuer ist. Dementsprechend brauchen wir einmal das Konto 7802, welches wir im Soll verbuchen, weil Vermehrung der Abschreibung, sprich
Also es handelt sich um eine Vermehrung eines Aufwandskontos und diese werden, wie wir wissen, immer im Soll verbucht. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, mit welchem Betrag müssen wir diese Forderung abschreiben? Wir haben hier einen Betrag von 1620 inklusive Umsatzsteuer. Die Forderung grundsätzlich ist aber ja eigentlich netto, weil die Umsatzsteuer ist allein ein Durchlaufposten, welcher dann an das Finanzamt weitergeht. Aus diesem Grund müssen wir jetzt einmal diese 1620 auf den Nettobetrag runterrechnen. Das heißt, wenn wir jetzt die 1620 nehmen, mal 100 dividiert durch 120, dann kommt raus 1620 mal 100 dividiert durch 120 ergibt dann 1350. Und diese 1350 ist dann auch jener Betrag, welchen wir hier verbuchen. Also die Abschreibung ist 1350. Was wäre dann das Gegenkonto? Das Gegenkonto wäre dann dementsprechend immer das Kundenkonto, also das Forderungskonto. Weil auf dem Forderungskonto haben wir ja diese Forderung ursprünglich einmal im Soll eingebucht und diese Forderung müssen wir jetzt auf Null stellen. Also wenn Sie sich das im D-Konto vorstellen, so stehen hier links jetzt, also auf der Sollseite 1620 und damit wir das Konto auf Null stellen, müssen wir diese 1620 dann eben auch auf der Habenseite verbuchen. Dementsprechend wissen wir einmal, dass das Ankonto das 2000er Konto ist, also das Forderungskonto. Aber wir haben hier 1620, das heißt, wir haben hier an Forderungen mit 1620. Das heißt, es fehlt aber uns dann auf der Sollseite noch ein Betrag, weil wir wissen ja, 1620, die Habenseite und die Sollseite muss jeweils 1620 ergeben. Und was ist die logische Folge? Wenn wir hier netto gerechnet haben, dass wir eben auch hier die Umsatzsteuer korrigieren. Dementsprechend müssen wir hier eben auch noch im Soll das Umsatzsteuerkonto 3500 mit den 20% Umsatzsteuer, wo wir hier haben, korrigieren. Hier rechnen wir ganz gleich wie hier die 1620 mal 100, nicht mal 100, sondern hier nur mal 20, weil wir haben ja nur 20% Mehrwertsteuer, dividiert durch 120, ergibt dann 1620 mal 20, dividiert durch 120, ergibt dann einen Betrag von 270. Und wenn wir diese 270 plus die 1350 summieren, dann sehen wir, dass wir richtig gerechnet haben, weil hier kommt 1620 raus und hier kommt 1620 raus. Das bedeutet, die Forderung ist definitiv jetzt auf Null gestellt und weil diese eben abgeschrieben wurde und in diesem Fall wird dann im heurigen Jahr unser Gewinn dementsprechend auch um diese 1620 Euro wieder reduziert. Ja, soviel zum Thema Abschreibung von Forderungen. Wenn Sie dementsprechend uneinbringlich sind, dann gehen Sie eigentlich immer so dieses Schema vor, wenn Sie Forderungen abschreiben müssen. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen und wenn Sie Fragen haben, dann hinterlassen Sie gerne einfach diese im Kommentar.